Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier in Sanctuary Hills, unserem Heimatdörfchen. Und wie versprochen, da wir jetzt den Safari Park geschafft haben... Es ist noch nicht perfekt, aber wir kommen durch. Ja, werden wir heute hier wieder anfangen, das nächste Dörfchen hübscher zu machen. Ja, zuallererst werden wir mal schauen... Wie schaut es mit der Moral der Leute hier aus? Eigentlich ganz gut. Sie sind sehr gut versorgt. Ja. Das heißt, wir dürfen hier bauen wie die Weltmeister. Ich werde hier viel zerstören. Ich werde es mir jetzt für verrückt halten. Ich werde das alles hier kaputt machen. Bis auf die Betten. Ich die Kamera auch nochmal. Ja, zugewiesen, ne? Es wird alles kaputt gemacht, es wird alles schön. Und ich würde sagen, ich fange auch gleich mal an. Oder? Kann man das Ganze umstellen? Warte mal. Eigentlich schon. Eigentlich müsste ich das Ganze gar nicht zerstören, komplett. Nur die hässlichen Möbeln. So wie der da. Den tun wir weg. Da kommen definitiv neue. Ja, ich würde es so machen. Hier die kaputten, diesen kaputten Stuhl zum Beispiel. Da drüben. So, die tun wir weg. Dass es ein bisschen einheitlicher und hübscher ausschaut. Den Tisch haben wir auch weg. Die Ada. Die Ada ist in nichts eingeteilt. Wie geht denn das? Das ist aber nicht nett. Und nicht schön. Ja. Ich würde sagen, wir fangen gleich mit einem Tischchen hier an. Ein Tischchen. So einen Tisch hatte bisher auch noch keiner. Da könnte man so ein Gemeinschaftszentrum aufbauen. Das wäre hier eigentlich gar nicht schlecht. Hier wäre es richtig zentral. Bauen wir doch hier ein Gemeinschaftszentrum auf. Aber das müsste mehr mittig stehen, ne? Wenn man echt Billard spielen möchte, muss das ziemlich mittig im Raum stehen, ne? Ich denke, so. So, dann haben wir, hoppala, dann haue ich den da auch weg, der kommt weg, 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 weg. Hier drinnen, das haben wir auch alles weg. So, kann man hier eigentlich schön rundherum. Ja, das klappt. Kann man hier toll spielen eigentlich. Ja. Gut. Die Leute hier sind pennen gegangen, ne? Ja. Den tun wir auch weg, der ist auch hässlich, wie die Nacht finster ist. So. Klo. Badewanne. Die müsste eigentlich passen, das Klo, ich weiß nicht so recht. Ich würde sagen, lassen wir es halt auch. Lassen wir es auch. Der Hocker, den tun wir weg. Haben wir stattdessen nicht irgendwie ein Regal oder so? Sowas? Das wird doch schöner ausschauen, oder? Vielleicht so. Ganz leicht drehen wäre nicht schlecht. So in etwa, ja. Das wäre schön. So, ich würde sagen, so. Ja, das schaut doch besser aus. Was ist hier noch zum kaputt machen? Nichts mehr eigentlich. Was hätten wir denn da noch Schönes? Badewanne gibt es nur... Badewanne halt, ne? Stühle darf man noch brauchen. Hier könnte man eigentlich so Küche und sowas zum Zeugs machen, ne? Wird es denn so etwas überhaupt geben?
Na, fit von den Raider her will ich da nichts bauen. Mal schauen, was wir hier denn haben. Gibt es hier sowas in der Art wie Küchen? Na. Böden, Wandschmuck, Vault, Nuka-Cola-World. Nur Christbäumchen, die können wir dann später als Deko. Draußen haben wir eigentlich eh Natur. Ja, da bin ich noch unschlüssig. Was haben wir hier? Hier sind nur Spielautomaten eigentlich, ne? Ja, das ist zu groß, das Ding. Hau den Roten. Ja, Finn. Das könnte man eigentlich wirklich, also so eine Spiele-Dings, ne? Die Moral sinkt, warum eigentlich? Wollen die so einen Schnickschnack gar nicht haben? Kann das sein, dass sie das gar nicht haben wollen? Bom. Könnte es sein, dass sie das nicht haben wollen? Es ist mir gerade komplett unschlüssig, warum. Bäh, was habe ich denn jetzt gebaut? Huch, ich wollte nicht. Was ist das? Wo habe ich denn das hingebaut? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es weg. Ja, wir haben auch momentan Kotzi an unserer Seite. Einen guten Kotzwurf. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich das jetzt hingebaut habe. Ja, ganz klasse, ne? Ganz super. Ich würde auch sagen, hier ist so ein kleiner Esstischbereich. Wirklich nur ein kleiner Tisch. Warte mal. So, Möbele. Und die Schillines. Wo hätten wir denn da einen hübschen? Vielleicht irgendwas mit Blümchen drauf? Also halt schöner verziert oder so. Sowas. Das wäre schon ein hübscher Tisch. So. So vielleicht. So vielleicht. Und nun noch hübsche Stühle dazu. Ich schaue noch zuerst hier durch. Schau mal durch. Ob es hier nicht noch was Hübsches geben täte, tut. Das wäre schon ein hübscher Stuhl. Wer will denn einen kaputten Stuhl haben, bitte? Ah, ich hätte sowas bauen können, ich Trottel. Ach, ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Ups, lass mal den einmal hier so, passt schon. Und das ist alles schon recht hübsch, ne? Bunt und hübsch. Das ist schon mehr für Vault und so. So flauter hübsch. Das soll hier noch ein bisschen rustikal ausschauen. Ich würde sagen, nehmen wir den Stuhl. So. So, also so vielleicht. Oder warte, zuerst da drüben anfangen. Ist ja eigentlich wurscht wie. Hey Marcy, ich habe mir gedacht, so, wenn du später Zeit hast, könnten wir vielleicht am Fluss spazieren gehen. Kann ich nicht, ich habe viel zu tun. Oh, vielleicht kann ich ja helfen. Nein, das kannst du nicht. Boah, ist das gemein. Oh ja, okay.
June, es tut mir leid. Ich bin gerade beschäftigt. Wenn boah, ich das ist das fies. Hab, gehen wir spazieren. Boah, fies. Lass ihm doch helfen, du blöde Kuh. Oh, tut mir leid. Möchtest du darüber reden? Nein, ist schon gut. Ich will nur nicht mehr darüber nachdenken. Ist okay. Ich denke auch noch an ihn. Ich sagte, ist schon gut. Lass mich in Ruhe, June. Nicht nett. Gar nicht nett. Was habe ich denn da für ein Kastel? Ah, das war jetzt so ein hinniges O. Ich hätte es nicht wegreißen brauchen. Ja. Was nehmen wir denn da? Vielleicht gar nichts. Das ist das, was du bekommst. Nix. Tja, nehmen wir gar nichts. Lass mal die Betten einfach so. Eigentlich müssten sie gerade stehen. Da es sich hier doch um ein Ehepaar handelt eigentlich. Kann ich da noch ein Stück... Schaut dem nicht so aus, ha? Schade, ich wollte die Betten nebeneinander hinstellen. Aber das scheint nicht... Na, das haut nicht gut hin. Ah, dann lassen wir es doch so stehen. Dann lassen wir sie einfach so stehen. Sie mag scheinbar eh nicht viel von ihm. Diese Bella Zicke, die alte, ha? Du Zicke. So. Dann würde ich sagen, das Gemeinde, Gebäude, Gemeinschaftsgebäude, würde ich sagen, nicht Gemeindegebäude. Vielleicht schaut es so im Keller aus, zum Entspannen. So, ich würde sagen, das lassen wir mal so. Würde ich halt meinen. So. Hier würde sich vielleicht ein Werkzeugschrank gut machen, ha? So ein kleiner, süßer, niedlicher Werkzeugkoffer. Irgendwie. Da vielleicht so. Halt. Ich bleibe an der Kochstation hängen. Das ist natürlich auch was Tolles. Ist der Koffer so richtig? So, gell? So wird es passen. Aber da wird sich schon fast ein Schrank gut machen. So. Einfach so ein Schrank. Vielleicht so. Ja, könnte man lassen. Was tust denn du da? Warum ist deine Fahne? Ah, die habe ich hier aus Versehen hingestellt. Die reißen wir weg. Die brauchen wir nicht. Na toll. Gut. Was nun? Mal unser Häuschen, unser ehemaliges Häuschen mal durchschauen. Wie es hier ausschaut, auch nicht unbedingt. Naja, wobei, so schlecht ist es gar nicht eingerichtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier gibt es immerhin noch Küche und so. Aber die kaputten Stühle will ich weghaben. Hoppala. Die will ich hübsche haben, so wie die hier. Würdest du bitte? Ja, jetzt vielleicht ein Stück nach hinten. So vielleicht. Ja. So vielleicht. So. Na, um Gottes Willen, das schaut ja furchtbar aus. Halt. So. So vielleicht. Und vielleicht noch ein zweites dazu. Ja, das schaut vielleicht nicht so schlecht aus. Ich würde sagen, so. Ja. Geht ja. Bezüglich dem Garten. Die hau ich weg. Eigentlich müsste ich das gar nicht weghauen, ne? Eigentlich bräuchte ich das nicht weghauen, ich bräuchte es ja nur umstellen.
Aber hier hinten ist sowieso nie irgendjemand. Das schaut eh schon so vereinsamt aus. Ich würde es gern irgendwie hier hin klatschen, ehrlich gesagt. Wenn wir schon sowas machen, wenn wir schon sowas haben. Oder da vorne. Nicht da hinten versteckt. Würde ich sagen. Wobei, man wäre dann etwas von den Nachbarn abgeschottet, ne? Aber das ist dann auch schon wieder zu schattig. Dann, wenn schon, denn schon, dann wohl eher hierhin. Ich würde sagen, dann so vielleicht. Und dann hier. Gartenmöbeln. Warte, da hatten wir dort... Irgendwo gab es da welche. Nein, das ist ein Hocker. Ja gut, das hätte ich die nicht weghauen brauchen. Ja, ist wurscht. So, der eine schaut hier hin. Richtung Sonne. Na, was hätte schon so gepasst. Der andere so. Na, würdest du? Perfekt. Der kommt noch ein Stückchen weiter nach hinten. So ungefähr. Ja, das passt schon. Und dann hatte ich hier eine Lampe, ne? Eine Meisterlampe habe ich aufgehängt. Ja. Meisterlampe, wo ist sie denn? So. Das hier ist Meisterlampe. Die hatte ich hier so quer drüber. So. Und die hat eigentlich gebrannt ganz gut. So. Nur hier brennt sie, glaube ich, noch nicht. Weil es uns hier an Strom fehlt. Stimmt. Dieses Gebäude da hinten, das haben wir auch weg. Der Briefkasten ist hässlich. So, weg mit diesen Stipfeln. Dieses Teil da hinten, das ist jetzt eigentlich, ist es jetzt noch funktionsfähig oder ist es jetzt kaputt? Hallo, meine Gnädigste. Halt, der ist noch hübsch. Ist das Teil jetzt eigentlich abrissbereit? Schaut irgendwie verkohlt aus. Jedenfalls könnten wir uns hier die Generatoren ausborgen. Der da braucht sie momentan nicht. Sollten wir das Teil nochmal brauchen? Ach so, warte. Die Kabeln und so, ne? Die muss ich ja auch wegmachen. Ach ja, je. Sollten wir sie dann trotzdem mal irgendwie mal brauchen? Na. Dann, ja. Ja. Dann können wir es ja eh wieder herstellen. Aber ich glaube nicht, da wir jetzt den Teleporter zum Institut haben, brauchen wir das normalerweise immer. Ja. 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 Das große Teil. Ich habe keine Ahnung, wo ich den noch hinstellen werde. Aber ich denke auch mal irgendwo da drüben. Auf jeden Fall nehme ich mal den hier mit. Komm her, Kumpel. Komm mit. Kommst du mit? Kumpel? Na, kannst du... Also... So. Komm mit. La 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 la. Unser Freund der Generator. La 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 la. Natürlich Ressourcen sparen. Was denn sonst? Eder werde ich da drüben einteilen, denke ich mal, wenn ich sie noch anfinde. Die sollte ein bisschen Wachbot spielen. Ja, sie ist genauso wie unser Kotzi vielseitig einsetzbar. Oh ja. Das ist sie, unsere Gute. Ich will den Generator irgendwie ein bisschen verstecken. Ich dachte eher mehr an so. Den Shepagorn da. Mal schauen, ob es mir gelingen tut. Einfach so rein in die Gebüsche. So. Und jetzt hier ein Kabel verlegen. Ja. Ist jetzt Licht? Da brennt schon was. Hey, es brennt hier. Aber hier noch nicht zurecht. Boah, wir haben sogar einen Kamin. Hey. Boah, das schaut zwar echt toll aus. Von daher, wobei die Sitzgarnitur hier ist eher mehr... Ja. Alt und hässlich und hast du nicht gesehen und ja. Müsste eigentlich rausgerissen werden.
Aber ich lasse das noch gern da. Auch den alten Kühlschrank. Was haben wir denn hier noch drin? Wir sind die einzigen mit einem hübschen Klo. Aha. Habe ich alles schon vergessen gehabt. Naja, warum habe ich da eine Badewanne hingestellt, wenn wir eine Dusche haben? Ja, verstehe einer die Frauen, ne? Wir haben unser Bettchen. Ja, natürlich schon das Kinderzimmer. Das tun wir auf keinen Fall weg. Da unser Büble eh bald abnippeln wird. Ja. Werden wir das so lassen? Ich glaube, das kann ich prinzipiell so lassen. Das ist gar nicht hässlich. Ich glaube, das passt schon so. Das passt schon so. Ich hätte halt gern gehabt, dass es sich hier um einen Balkon handelt. Hätte ich gern gehabt, dass man die Zäune hier, ich glaube, die haben wir auch irgendwann mal wegreißen dürfen, dass man die irgendwie besser platziert. Oder überhaupt hübschere Zäune hat. Diese hinigen, so wie die da sind. Dass ich den einfach hier hinstelle. Weil da kann normal kein Mensch durch, ne, oder kein Viech. Also einfach hier diese unnützen Zäune, weil man hat eigentlich eh die Hecke. Dass ich die da mal wegreiße, dann haben wir wieder mehr Bauplatz. Aber das können wir machen, wenn wirklich der Bauplatz, ja, sag ich mal, vergeben ist. Jo, nächste Hütte. Ich glaube, das können wir so lassen, derweil einmal. Ah, ja. Grünzeug wollte ich noch bauen. Wo ist denn das jetzt mit der Revolt? Deko. Da, glaube ich, was drin. Hier. Und da. Richtig. Ich wollte so einen hübschen Christbaum noch irgendwie hinbauen. Das will ein bisschen eine künstliche Begrünung des Ganzen hier. Ich würde sagen... machen wir ihn doch dahin. So. So vielleicht. So. Künstliches Grün. Ach, wie schön. Könnte aber vielleicht auch ein echter sein. Das sieht man hier so schwer. Ja, so einen Weg machen, der ist echt toll im Winter. Da musst du ordentlich salzen und sandeln. Dass du da nicht runterfährst mit dem Auto damals, ne? Auto. Der hat schon ein hübsches Bett drinnen. Ich glaube, ich zerlege nochmal die alten Betten und mache hübsche Betten draus. Wir haben jetzt so viel Schrott. Ich habe so viel Schrott wieder hergebracht. Das ist unglaublich. Katze. Den kann ich, glaube ich, auch entsorgen. Einkaufskorb, den Troster lasse ich mal. Hier haben wir auch noch ein Klo. Jo, da ist ein hübsches Bett. Und wie komme ich da rein? Hier. Und da haben wir ein hübsches Bett. Das sind zwei hübsche Betten, wirklich. Wobei, das ist schon hässlich. Da machen wir ein schöneres Bettchen hin. Das ist ja wirklich hässlich. Hässlich wie die Nacht finster. So, Bettchen. Zack, zack, zack. Wobei, hier könnte man... Weißt du was? Wir machen hier ein schönes... Was? Schon wieder Fusionskern hin. Ich glaube, ich zieh die Powerrüstung jetzt mal aus. Speziell fürs Bauen. Halt. Ich will den ja nur mal so zu Testzwecken mal hier hinstellen. Wartet mal. Ich ziehe die Bauerrüstung aus. Weil der Fusionskern tut es mir schon leid. Ich stelle ihn mal hier rein. So. Zu unserer schönen lieben Rosi. So, ausziehen. Ausziehen! Jetzt aber. So, schade, die Fusionskerne. So. Ja, das ist schon mal besser. Na, Kotzi. Alles gut. Ich weiß nicht, wie viel frische Luft und Sonnenschein ich vertrage. Hier muss doch irgendwo eine Bar sein. Okay. Dann werden wir uns mal eine Bar versuchen zusammenzuschustern. Sich hier noch ein zweites Bett ausgeht?
Ich bin mir gerade nicht sicher. Hier wäre es eher besser. Und drüben vielleicht ein Büro machen. Dass man sagt, okay, wir machen das so. Zum Beispiel. Den haue ich weg. Dann das zweite Bettchen. Halt, so. Na. So dazu. Na, komm, langsam. Jetzt zieh dich nicht so. Na komm. So. So dazu ungefähr. Dann hat man hier ein quasi ein Ehebett. Man kommt hier klasse vorbei. Das klappt auch. Mhm. Den Teppich, würde ich sagen, der ist viel zu hübsch, den tue ich so hin. Dann ist er von dem ganzen Gerümpel da ein bisschen weg. Ich würde sagen so, ha? Und die Kommode hier wäre ich schon gut hier lassen. Müsste aber gehen, wenn man die hier so hinstellt, ganz randig. Randig. Dass das auch so passend tut. So. Vielleicht noch ein kleines Stück darüber. Ui. Ich würde sagen... So. Das könnte was werden. Und da drüben wäre halt ein Büro nicht schlecht. Ja, ne? Knochenmaxi. Da wird sich echt gut ein Büro machen. Oder zumindest noch ein Wohnzimmer. Könnten wir... Würden wir echt da vielleicht ein Büro hinbekommen? Wie schaut es mit einem Schreibtisch aus? Ein Schreibtisch. Schreibtisch. Ah, ja, 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 nein, noch nicht ganz. Das ist noch kein... Das ist ein Schreibtisch. Das wäre ein Schreibtisch. Wenn man sagt zum Beispiel so, kommt der Schreibtisch hier. So. Das ist aber ein hübscher Schreibtisch. Okay, das ist ein bisschen abgegriffen. Das passt. So, Schreibtisch. Dann natürlich als Behälter braucht man solche Dinger. Braucht man solche Dinger. Na komm, vielleicht hier hin. Aber da wäre so ein schönes Fenster, da will ich es gar nicht hinbauen. Eigentlich wäre es schön gewesen hier. Warte, ich hau das mal weg. Es wäre eigentlich schön gewesen, diesen Tisch hier hin zu tun. Also das schaut dann fast aus wie ein Kinderzimmer, ne? Und das Licht sollte ja eigentlich immer so kommen, rechte Hand. Das müsste ich komplett drehen. Na, passt das so. So. Diese Schränke tue ich mal einfach hier hin. So. Der erste. Dann ein zweiter. Wenn es halt noch geht. Da muss eine Kluft dazwischen sein. Warum das denn? Das ist aber nicht schön. Naja, was soll's. Und dann noch ein kleiner. Eigentlich müsste der hier hin. Aber dann schaut das nichts mehr gleich. So. So. Ja, das schaut schon fast büromäßig aus. Da kommen wir nicht durch, das passt. Dann kann das als Wand fungieren. Dann brauchen wir noch einen wunderschönen, hübschen, abgenutzten Bürosessel. Da hatte ich schon... Da wäre halt einer, so ein Billigteil. Aber wir haben hier ja einen professionellen
Typi, der braucht natürlich was Gescheites. So. Ja, der braucht was Gescheites, jawohl. Regale. Wie schaut sie mit Regalen aus? Hier noch eins. Na, eins reinwürgen will ich da nicht unbedingt. Da könnte man vielleicht. Ah ja, ein Geschäft will ich auch noch bauen. Ho, ho, ho. Oh yeah. Ein Geschäftelein. Na, ah, das ist wieder zu schön. Sowas irgendwie. Vielleicht so hin. Ja. Ah, der wäre wieder hier schön gewesen, ne? Komm da her. Kommst wieder da so hin. So ist besser. So ist besser. Ja. Soll das hier eine Art, ja, ein Ofen halt wahrscheinlich sein? Da könnte man für den Winter, ich meine, Winter gibt es hier ja keinen, noch nicht zumindest, da könnte man ja irgendwie so ein Wohnzimmerstuhl hin tun. Für gemütlich sitzen und so. Und sich die kalten Knochen aufwärmen, um sich die kalten Knochen aufwärmen zu können. So zum Beispiel. Noch ein Stück darüber, so. Mit einem köstlichen Glühwein, für das haben wir die Kochstation. So. Oder eine Suppe. Ja, eigentlich könnte ich hier noch. Was ist schief? Schief, schiefer am schiefesten. Jetzt haben wir noch ein bisschen. Warte. So. Und so. Ja, und so wird nach und nach unser hübsches Sanctuary Hills noch schöner. Warte, so. Ja, und du stehst eigentlich eh recht gerade. Was mich wundert. Was ich den so hinbekommen habe. Sehr gut. Das hätten wir dann auch schon fertig. Einigermaßen. Hier wäre eine Küche noch nicht schlecht, aber naja. Aha. Hier ist noch so ein hässlicher, kaputter Stuhl. Den will ich nicht haben. Ich will einen hübschen haben. Einen hübschen Stuhl. Wobei, ich glaube, ich lasse es bei 3. Ich glaube, ich lasse es bei 3. Den tun wir auch weg. Jo. Vielleicht lasse ich es auch nur bei 2 Stühlen. So. Einmal. Na. Und. Zweites Mal so ungefähr. Ja, vielleicht ist so gar nicht so schlecht. Fürs Hundilein, ja. Eine Tür wäre auch nicht schlecht. Wenn es funktionieren tut. Eine Tür. Wenn sie halt auch anklipsen tut. So. Es gibt ja auch Türen, die wollen halt nicht. So wie in diesem Beispiel. Will hier wirklich niemand, also keine Tür funktionieren? Das ist sonderbar. Naja, dann halt nicht. Wenn du nicht willst, du wirst ja nicht gezwungen. Hier haben wir schon einen schönen Grill. Der Nachbar grillt hier gern. Aber Strom fehlt halt überall. Das Strom muss ich noch verlegen. Das ist keine Frage. Strom muss noch verlegt werden. So, das nehmen wir mit. Wie schaut es da aus? Um Gottes Willen. Da habe ich gar nichts gemacht. Okay. Ja, da können wir auch wieder so ein Sofa-Dingens hin tun. Den kann man nicht wegtun. Der ist, glaube ich, da runtergebrochen. Da haben wir auch so ein Billigsdorfer-Bettchen.
Das tun wir auch weg. Da kommt, wenn schon, ein schönes Bett hin. Also ein schöneres. Tschack, 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 tschack. Hier. Nanu? Würdest du bitte? Ja, machst du? Herrschaftszeiten. Bett und so. Stellen wir es mal hin. So. Ja. So vielleicht. Sehr gut. Irgendwie sinkt die Moral und ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil jetzt insgesamt eigentlich weniger Möbeln hier stehen als früher. Aber das werden wir da im Laufe der Zeit schon ändern. Jetzt machen wir hier einfach ein paar Baufolgen. Nehmen wir sowas mal, oder? So. Ja, könnte man lassen. Vielleicht ein Stück nach hinten. So, dass man auch gut sitzen kann. Und den könnte man... Na, passt eigentlich schon. Das passt eigentlich schon so. Eine Bar will er haben. Wo könnten wir... Wo wäre denn hier gut eine Bar machen? Eine Bar. Naja, schon im Vergnügungs... Also im Gemeinschaftszentrum eigentlich. Und ein Marktplatz wäre auch nicht schlecht. Hallo, warte, stopp, stopp, stopp. Ich brauche dich, meine Gute. Ich glaube, hier ist noch kein Leibwächter. Oder doch? Nein. Das ist sehr nett. Viel Vergnügen, meine Gute. Die Keischen da drüben. Die hier. Die haben wir... Okay, die habe ich eigentlich auch recht gut hinbekommen. Sogar mit einem Halloween-Special. Ein echtes Skelett. Ja. Nur der Stuhl gefällt mir nicht. Dann lassen wir es vielleicht auch auf 3. Ja. Huch. Hier ist kein Bett. Sehe ich das richtig? Hier ist dafür ein Kinderbett. Aber so wohnt hier eigentlich hier keiner, ne? Nein. Warum? Hier wäre doch ein Schlafzimmer nicht schlecht. Den Fernseher, da haben wir 2 Fernseher, verstehst? Aha. Und andere Leute haben nichts. Ja, dass wir das mal da geklärt haben und so. Wir haben 2 Fernseher und andere haben nichts. So, warte mal. War in dem Haus nicht fernsehfrei? Ja. Na, der hatte einen. Verdammt, war es dieses Haus? Ja, der ist es. Der kann einen Fernseher vertragen. Der kann das vertragen. Ich würde sagen, so. Zack. Passt. Natürlich müssen wir da noch Strom machen. Du kannst auch weg. Strom brauchen wir dann auch noch. Da werden wir einfach von da drüben. Ja, da brauche ich was Höheres, ne? Ah, da habe ich eh einen Masten. Oh. Na, klipselst du an? Geht das? Ja. Das ist fein. An das habe ich sogar noch gedacht, dass ich den stehen lasse. Ja, auch bei einer Zocki geschehen immer wieder Wunder. Man möge es nicht glauben. Warte, war das hier? Ja. Und das hier, ne?
Was Höheres, wenn nicht schlecht. Das da zum Beispiel. Uiuiui. Ui, ui. Und ob ich das jetzt hinkriege? Ich brauche eine Leiter. Warte, ich borg mir die da drüben aus. Huch, da da. Da 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 da. Die borg ich mir da kurz mal aus. Ja, komm mit. Ja, der Bramim dreht schon wieder durch. Und die haben beschrieben, dass der definitiv BSE-frei ist. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ja, der war gemein. So, das ist schon einfacher. Also hier. Und der Part ist auch schon zu Ende. Puh. Und geht das sich da so aus, bitte? Dass das da so irgendwie vielleicht noch etwas mit hübsch und vielleicht nicht schwebend. Weil das Dach so im Eimer ist, ne? Spinnt er da jetzt rum. Da schon noch eher. Ach, ja je. Da noch eher. Ja. Das läuft hier schon mal. Und vielleicht geht sich hier nochmal sowas aus. Okay, hier wieder. Aha. Und jetzt. Okay, weil der Ding im Weg ist. Der Ding ist im Weg. Das Ding. So vielleicht. Na. Strom hätte ich gebraucht. Was baust denn du da zusammen, bitte? Hallo? Strom. Yeah, super. Das hat hingehauen. Dann hier nochmal sowas. Ja, ich weiß, die Baufolge ist zu Ende. Entschuldigung. Ich höre schon wieder nicht auf. So, vielleicht. Vielleicht hier nochmal. Ah, das wird aber zu weit weg sein. Das geht noch? Ich glaube, ich spinne. Mit dem habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Ehrlich nicht. Hier vielleicht ein Huhn. Ein hoher. Ein hohes Tier. So, nur mal so, dass ich auch... Das geht echt. Es haut hin. Ich habe nicht zu hoffen gewagt, wirklich. Ich schwöre. Und dann noch, weil es ganz schnell gehen sollte, noch hier einmal. Nur derweil einmal ganz kurz, dass wir das noch schnell verbinden können heute. So. Ja, und Edda stört's nicht. Wunderbar. Wunderbar, wir haben Strom. Ja, der Fernseher geht, das sehen wir schon. Hier müsste der Fernseher eigentlich auch schon gehen. Ja. Schön ist das. Wirklich schön. Wunderbar. Ich freue mich. Sehr fein. Na, perfekt. Dann würde ich sagen, im nächsten Part bauen wir hier weiter. Selbstverständlich so lange, bis wir das Baulimit überschritten haben oder bis wir alles einigermaßen so platziert haben, wie es uns gefällt. Hier werde ich dann versuchen, einen Marktplatz zu bauen. Ich glaube, hier ist ein gutes Plätzchen dafür. Mir wird's, weil es schön zentral auch ist, werde ich mal probieren, ob mir sowas auch, ob mir das auch gelingen möge. Ansonsten werde ich ein Haus oder so opfern, das da unten würde sich auch super eignen dafür. Werden wir sehen, wie ich das anstellen werde. Ja. Oh, es ist toll. Ich freue mich. Ah, unser Dörfchen. Ja. Die. Auf jeden Fall, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!